Hallo, meine Lieben. Eine anstrengende, aber schöne Sitzungswoche ging jetzt mit dem letzten Kontakt für heute zu Ende. Ja, ich bin sehr müde jetzt, aber ich wollte euch unbedingt noch das Video zum Ablauf eines Jenseitskontakts machen. Und alle allgemeine Informationen, die mir die Verstorbene diese Woche zur Verfügung gestellt haben, werde ich entweder über ein Video oder über einen Blogbeitrag auf meiner Internetseite dann die nächste Woche veröffentlichen. Also schaut auch mal bei meiner Internetseite auf meinem neuen Blog vorbei. Im Blog wird es verschiedene Kategorien geben: Jenseitskontakte, Trance Healing, Tierkommunikation und Akasha-Chronik. Im Moment habe ich allerdings nur Beiträge für Jenseitskontakte drin, also die ersten drei. Aber das füllt sich noch. Also mein Tag hat leider Gottes nur 24 Stunden. Ja, und irdische Dinge wie Einkaufe, Putze, Wasche, Koche, die wollen ja auch noch erledigt werden. Aber es wird alles verarbeitet und kommt. Heute möchte ich euch über den Ablauf einer Sitzung zum Jenseitskontakt informieren. Leider kann ich aktuell nur über Zoom-Meeting arbeiten. Das ist ganz leicht. Ihr bekommt da auch eine Erklärung von mir, weil das Zimmer, wo ich dann für die Jenseitskontakte noch herrichten möchte, das ist leider immer noch nicht fertig. Ich habe einfach so viel zu tun und es wurde neben mir ein Haus gebaut und jetzt ist in dem Zimmer echt noch voll der Riss drin, der muss jetzt erst geschlossen werden und frisch gestrichen und ach Gott, oh Gott, ja. Also es ist noch nicht fertig. Ich hoffe, dass ich es im Juni dann fertigstellen kann, sodass ich ab Juli dann auch Sitzungen bei mir persönlich anbieten kann. Gut, also. Zoom ist ganz einfach, das erkläre ich euch, wenn ihr praktische Sitzung bei mir bucht, bekommt ihr Erklärung. Und genau, so, also die Sitzung dauert eine Stunde. Zu Beginn der Sitzung werde ich euch und mich energetisch einstimmen und werde uns beide mit der geistigen Welt verbinden. Und sobald diese Verbindung zur geistigen Welt hergestellt ist, sehe ich auch schon die Verstorbene zu mir kommen. Und oftmals sind es zwei oder auch mehrere, die da sind. Und ich übersetze so viel wie möglich Verstorbene. Ne? Das kommt aber auch so ein bisschen, sage ich mal, auf den Hinterbliebenen an. Also wenn jetzt vor kurzem ein Todesfall war, der einem noch ganz arg nahe geht, dann ist es meistens so, dass die ganze Sitzungszeit für einen Verstorbenen benötigt wird. Allerdings, je nachdem, wenn ihr sagt, nee, 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 das passt schon, wenn der eine Verstorbene 20 Minuten, der andere Verstorbene 20 Minuten. Dann kann ich euch auch zwei Liebe von euch übersetzen. Also das hängt dann wirklich vom jeweiligen Hinterbliebenen ab. So, also die Verstorbene, ich sehe sie und ich spüre sie in meinem Energiefeld. Und zunächst müssen eure Verstorbenen sich erstmal beschreiben, wie sie zu Lebzeiten waren. Denn sonst würdet ihr sie nicht erkennen. Wenn ich euch jetzt sagen würde, ich habe hier einen Mann, der ist voller Liebe, ja, und ihr wollt Kontakt zu eurem Papa und der war eigentlich zur Lebzeit so brummlig, ne, so, würdet ihr sagen, nee, ist nie im Leben mein Papa, ne? So, also die Verstorbenen beschreiben sich erstmal, wie sie zu Lebzeiten waren. Und diese Beschreibung kann geschehen über Aussehen, Beruf, Hobby, Charakter, gemeinsame Erlebnisse. Also ich kann das nicht steuern, ja. Ich kann nicht sagen, lieber Verstorbener, du musst mir jetzt beschreiben, wie du aussiehst. Ich bin darauf angewiesen, dass der Verstorbene selber weiß, was euch überzeugt
Und dass er sich dann so beschreibt, dass ihr ihn erkennt. Also wie gesagt, ich kann da niemand zwingen. Also wir haben auf der anderen Seite immer noch unseren freien Wille. Und wenn euer Verstorbener der Meinung ist, er muss vom letzten Ausflug in den Europapark erzählen, weil er glaubt, dass ihr ihn darüber gut erkennt, dann bekomme ich diese Information. Heute hatte ich zum Beispiel eine Omi, die sich beschrieben hat. Die hat jetzt ihr Aussehen zunächst beschrieben und dann den Charakter. Ne? So. Also nach diesem sogenannten Beweisteil darf dann der Verstorbene erstmal sagen, was ihm noch wichtig ist, was er euch sagen will, wofür er sich entschuldigen will. Ja? Also da fließen ganz oft auch Botschaften der Liebe, verzeih mir für das, was ich da gemacht habe oder gesagt habe. Ja, und eure Liebe könne euch auch in dieser Botschaft praktisch Tipps für euren Alltag geben. Also was ich ganz oft habe, ist, dass die Verstorbene sage, hey, am Arbeitsplatz weiß ich, dass bei dir gerade das und das los ist oder bei den Enkelkindern, wenn es ein Opa ist oder bei unseren Kindern, wenn es ein Papa ist, also der Ehemann praktisch, ne? Also die können auch beschreiben, was aktuell in eurem Leben vorgeht. Und da bekommt ihr auch oft eine Botschaft, die euch dann weiterhilft. Ne? So. Genau. Und dann nach diesem Teil schließt sich der Teil an, wo ihr eure liebe Frage stellen könnt. Also alles, was euch auf der Seele brennt, wirklich. Alles, also beispielsweise hat dich jemand abgeholt, wie geht's dir jetzt, wie lebst du jetzt, wie hast du das Sterben empfunden, hattest du Schmerzen, wie hast du die letzte Stunde erlebt oder also alles oder wenn ihr Dinge sagen wollt, die euch noch wichtig sind, die ihr nicht mehr sagen konntet, dann könnt ihr die auch sagen, also das ist. Ja, der letzte Teil ist dann im Prinzip so für euch, ne? Damit ihr sozusagen seelisch in den Friede kommt und ungeklärte Frage einfach von eurer Liebe beantwortet werde. So, und dann ist die Sitzung auch schon am Ende. Ich verlinke euch in dieser Videobeschreibung. Da könnt ihr das auch nochmal nachlesen auf meiner Internetseite unter Jenseitskontakte. Habe ich auch nochmal so grob den Ablauf geschildert, ganz kurz. Und ich verlinke euch noch die Blogseite. Gut, so. Ich starte jetzt ins Wochenende. Ich hoffe, bei euch ist besseres Wetter als bei mir. Bei mir ist grau und regnerisch, aber das macht nichts. Das finde ich heute sogar sehr schön, weil ich mich dann heute Nachmittag gemütlich entweder auf die Couch oder ins Bett lege. Und einfach mal die Seele baumeln lass. Jenseitskontakte zu geben, ist für mich wunderschön, weil es wirklich bei euch sehr viel Heilung und Friede bringen kann. Aber es ist auch anstrengend, weil unser menschlicher Körper ist eigentlich, wie soll ich sagen, also so anstrengend ist es jetzt auch wieder nicht, aber es ist schon, wenn so eine Sitzungswoche mit viele Kontakte hinter einem liegt, dann merkt man es schon. Also der Körper ist einfach ja müde und man braucht einfach ein bisschen Ruhe und Schlaf und Meditationen vielleicht, um sich ein bisschen aufzutanken. Also ja, es ist schon. Ich will jetzt hier nicht rumjammern, aber es ist manchmal schon kräftezehrend, ne? Weil ich bin ja auch mit meinen Gefühlen dabei. Also ich bin kein Medium, was einfach nur so Beweis übermittelt, 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 übermittelt. Ich weine auch im Jenseitskontakt. Je nachdem, wenn die Verstorbene so was Schönes sage, dann fange ich selber an zu weinen, ne? Einfach vor Rührung. Oder diese Woche waren wirklich viele Kinder auch in der Sitzung und die haben so schöne Sache zu ihren Mamas gesagt. Ja, da weine ich dann mit, ne? Und ich bin da emotional eigentlich auch immer mit dabei.
Und das ist dann halt das, was ein bisschen anstrengend ist. Okay, ich will hier nicht rumjammern. Ich danke euch, dass ihr meine Videos anschaut, dass ihr mir immer wieder Nachrichten schreibt. Und wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir E-Mail. Ja, und jetzt wünsche ich euch wirklich ein schönes Wochenende für die, die jetzt gerade vor kurzem jemand verloren haben. Es geht weiter. Sie leben weiter, eure Lieben. Da könnt ihr euch ganz sicher sein. So, ich verabschiede mich. Bis bald und alles Liebe.